Also, was ich nicht ausstehen kann, ist, wenn etwas nur ernst ist, ja. Und ich meine, das Lachen im Leben, der Humor, ich meine, ohne Humor wäre das alles nicht auszuhalten, ja. Kunst, Musik, Literatur, Malerei, das war in unserer Familie oder ist noch in unserer Familie. Das ist einfach ein Teil vom Leben. Ich habe dann die Schule abgebrochen und gesagt, das interessiert mich nicht mehr, ich mache jetzt Musik. Ja, also das war nicht so, um Gottes Willen, jetzt ein, das ist ein brotloser Beruf oder irgendwie. Und dann hat man mich einfach mal so machen lassen und das wurde dann auch gefördert. Aber das war so selbstverständlich, dass es auch nicht besonders war. Ja, also das war einfach ein Teil von uns, das war einfach normal. Ich bin halt auf die Universität, habe dort sehr viel gelernt auch über die Musik, über die Umsetzung, habe auch gelernt, was andere machen. Ja, und jetzt es geht manchmal besser und manchmal schlechter, aber das geht es in anderen Berufen auch. Und ich bin einfach total dankbar und glücklich, dass ich das machen kann. Ich bin quasi wie in einem Rausch, ja, in der Musik. Also momentan ist es so, weil ich so intensiv und so viel arbeiten muss und so viel schreibe, ich bin einfach drinnen, ja, und einfach Disziplin. Also am meisten Spaß macht es eigentlich die Arbeit mit den Musikern. Also einfach diesen Austausch, das ist eigentlich das Schönste. Auch die Kritik, da kommt alles Mögliche. Also es ist nicht so, dass das immer einfach ist. Ich schreibe ja nur das, was ich hören möchte. Ich liebe einfach Musik, ja. Und ich schreibe für die Musiker, ich möchte das, was ich höre, ich möchte das aufgeführt, ich möchte das hören, ja. Also auch real hören. Ich habe jahrelang also mit der Hand geschrieben auch, das sind im unteren Bereich und das obere sind die neueren Werke. Ja, das waren so die ersten, ja, das ist Aufführungsmaterial, die schaut auch dementsprechend aus, aber so hat die handgeschriebene Handschrift ausgesehen. Also das war mir immer wichtig und ist mir wichtig, dass die Musiker diese Musik gern spielen, ja. Dass sie dann in das Interpretieren kommen und nicht nur an diese Noten geheftet sind. Ja. Also das ist, dass sie die Musik quasi vergessen können, um sie zu interpretieren. Ich möchte, dass mir eine Welt erschlossen wird, des Menschen, der das interpretiert und natürlich auch dieser Mensch, der das geschrieben hat. Ja, jetzt klopft's. Wie man mich damals darauf angesprochen hat, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe dann damals an einen Walzer gedacht. Ja. Ich gesagt, ja, einen kurzen, sehr stürmischen, sehr wilden, grotesken, feurigen Walzer. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, ja, es gibt ja noch was viel Schlimmeres als einen Walzer. Ich meine, ich liebe Walzer, aber einen Tango. Der ist entstanden beim, ich tanze selber Tango und der ist rein beim Tanzen selber entstanden. Also das ist die größte, also die Bewegung, die Musik, alles, was da zusammenkommt, die Auseinandersetzung, das Tanzen. Mit Komik beim Tango kommt man eigentlich wahrscheinlich am Anfang mal gar nicht weit, aber dann vielleicht ist es genau das Geheimnis, ja. Es gibt da eine Grenze, wo auch dieses Sentimentale, dieses Feurige dann einfach komisch wirkt, ja. Also und auf diese Gratwanderung habe ich mich in diesem Werk begeben. Ich glaube, der Humor ist ganz wichtig, ja. In der Musik finde ich es enorm schwierig, also wenn man das gut umsetzt, auch in der Oper, ja. Also wenn man das wirklich gut umsetzen möchte, das ist schon die höchste Kunst. Nein, das erzähle ich nicht. Nein. Nein, also ich kann das jetzt nicht im Detail besprechen. Es gibt einfach wahnsinnig komische Situationen im Leben. Man muss ja nur schauen, einfach, was passiert so. Und das ist sehr inspirierend. Also, ich glaube, das hat etwas mit Reife zu tun auch. Also, ich glaube, desto älter ich werde, desto weniger ich mich selbst einfach wichtig nehme, desto komischer wird es und desto schöner ja auch. Weil die Leute spüren das ja auch. Also, was geht es denn, wenn man etwas macht? Wenn man irgendwo hingeht, ja, es geht um ganz große Dinge, es geht um einen selbst und so. Es interessiert ja niemanden. Ja. Also, man muss dieses, ich glaube, es geht eigentlich, letztendlich geht es eigentlich nur um die Liebe, ja, also im Leben. Einfach das, was wir lieben, einfach das, was uns alle verbindet. Ganz einfach, wenn man einen Raum betritt mit Menschen und man kommt mit offenem Herzen dort hinein, ja. Wenn man den Menschen mit offenem Herzen begegnet, dann kommt ein offenes Herz zurück. Und wenn man hineingeht und urteilt und richtet, dann wird man halt auch gerichtet. Ich meine, das ist halt einfach mal so, ja. Und das ist, es ist nicht mehr. Es ist ganz einfach. Aber ich glaube, es ist, ich glaube, die Liebe ist eine Entscheidung. Wir sind alle geprägt von, ich liebe dich. Und natürlich ist diese Haltung
das spiegelt sich natürlich in der Musik, natürlich. Also mein Job ist einfach Musik schreiben. Ja. Der andere bäckt halt ein Brot, ja. Und da spiegelt sich das auch in, ob die semmeln da jetzt liebevoll oder ob man sagt, der macht das da jeden Tag, weil er es halt machen muss. Das schmeckt dann halt auch anders, ja. Und ich glaube, dass das jetzt schon einfach, ich glaube, das ist in unserer Zeit wichtig. Ja. Ich glaube, es geht um viel im Moment.